Freunde! Das ist mein neuer Roller, Speedfight 2. Ich bin heute mit Michel unterwegs. Gleich halten wir mal an und dann schauen wir uns den Roller nochmal an. Also von nahen. Es gibt nur ein Problem, und zwar, das hätte ich vielleicht vorher fragen müssen bei dem Verkäufer. Der hat nur 25er Papiere. Das heißt, ich dürfte jetzt eigentlich nur 25 fahren. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen mehr aufpassen auf die Bullen. Weil ich habe ja nun einen 45er Führerschein, aber eine 25er Zulassung für einen Roller, das schmeckt nicht so heftig. Deswegen müssen wir jetzt auch ein bisschen aufpassen halt. Topspeed schafft der Roller 90, das können wir gleich mal gucken. Dazu hat der Roller auch keinen Ständer. Das ist auch ein bisschen blöd. Der Seitenständer passt leider nicht, der dabei war. Der Verkäufer schickt mir jetzt noch den Hauptständer zu. Meinst du, ist doch Hinterradbremse, geht nicht. Doch, geht. Ja? Aber nicht so gut. Ja, Wheelies gehen eigentlich voll fit. Also der Roller ist eigentlich sogar perfekt abgestimmt. Die Zündkerze, das ist das Einzige, was ich noch nicht nachgeguckt habe. Also die Zündkerze. Aber so Variomatik-technisch läuft der Roller so gut. Tank du einfach deinen so voll wie es geht und dann mache ich meinen auch nochmal voll. Also ich war heute eigentlich tanken, mein Tank ist auch voll, aber ich habe ja vorhin ein bisschen Öl in den Tank gemacht. Nee, ich will... Oh. Komm, mach Jalla. Wow. Jo, Wheelies gehen auf jeden Fall klar. Nein, lass filtern! So, wir waren kurz tanken. Der Tank ist wieder voll. Ja, und jetzt brettern wir ein bisschen durch die Stadt. Du musst aufpassen, was du sagst. Der Besitzer guckt das Video. Der kennt meinen YouTube-Kanal jetzt. Kurven ist immer ein bisschen schwierig. Es tut mir wirklich leid. Also ich hatte wirklich im Moment gar keine Zeit für ein Video. Und ich habe auch echt kurz Zeit die Lust verloren. Ich werde versuchen, so oft wie es geht, halt ein Video zu machen. Weil die ja für manche von euch, so wie ihr gesagt habt, schon sehr unterhalten sind. Nolan, Digga. Ich hatte auch echt wenig Zeit, also Schule bockt im Moment gar nicht, Digga. Ich habe im Moment irgendwie für nichts Motivation, aber heute habe ich mir mal wieder den Kamerahelm geschnappt. Guck mal nochmal am Wheelie. Oh Gott. Wheelie war das natürlich nicht. Ich habe den Roller erst gefühlt seit heute, also eigentlich seit gestern, aber ich habe den jetzt erstmal richtig fertig gemacht. Ich bin es gar nicht mehr gewohnt, Digga, mit anderen Leuten zu fahren. Ich bin schon so lange nicht mehr... Roller gefahren, Digga. Ich habe zwischenzeitlich mal meine JetForce noch mal ein bisschen abgestimmt. Ich habe ja jetzt zwei Roller, also einmal die... Nein, ich habe drei Roller. Einmal die Speedfight, die JetForce und die Speedfight. Halt! Ah! Mal hier links. Ja, Kurvenlage ist ein bisschen anders. Auf jeden Fall. Also man merkt auf jeden Fall, das Lenkrad ist halt ein bisschen schief, so. Also der zieht sofort, Digga, sofort. Das ist unglaublich, Junge. Ja, Michels Roller fährt auch gute 70 eigentlich. Ja, die Kurvenlage hiermit ist halt extrem beschissen, Junge. Vor allem die Linkskurven. Weil er lenkt nicht so gut nach links, weil der vorne ist irgendwie diese Achse da schief. Keine Ahnung. Irgendwas ist damit los. Wenn man sich da nicht richtig gut festhält, also wenn man sich gut festhält, dann geht das noch, aber der geht schon so nach vorne, Digga. Der Verkäufer sagt, es ist kein 70 Kubik, aber ey, das, also es ist auch 50 Kubik, denke ich mal, aber es fühlt sich wirklich, guck, der geht so nach vorne, Digga. Ich bin einmal in 70 Kubik gefahren und da war das genau so, Digga. Der ging so nach vorne und bis 90 durch. Also das geht schon heftig. Digga, Jakobs hier. Ey, Jakobs hier. Da hinten. Da war gerade mein ehemaliger bester Freund. Oh, Digga, wir jetzt hier alle rumstehen. Digga, ich könnte so safe ein Wheelie damit machen. So safe, Digga. Aber es geht irgendwie nicht. Also ich kann es ja noch nicht.
Ich brauche irgend so eine Vorlage wie das da gerade. So, zieh mir einmal Vollstoff. Komm, versuchen wir hier einmal Top Speed. Also 80 ist jetzt schon mal. Ja, aber hier muss ich leider abbremsen. Oh Gott, hier muss ich stark abbremsen. Am Ende dieses Videos gibt es noch den letzten Gewinner von dem letzten Sticker-Pack. Also ihr habt auf jeden Fall fleißig kommentiert auf dem letzten Video. Dann gibt es auf jeden Fall den Gewinner. Ja, ich werde bald auf jeden Fall nochmal was verlosen. Die Zusammenarbeit mit KMOH besteht ja noch. Ich muss mein Arschwasser ablaufen lassen. Seht ihr ja zum ersten Mal meinen Roller. Und das ist Michi. Digga, ich bin so froh, dass er diese Trittbleche hier gibt, weil dieses Gitter kann man nicht mehr kaufen. Man kann nur noch dieses große Gitter kaufen. Leider. Meine alte Speedfight hat das ja auch noch. Ja, ein Triops. Oh Gott, ich merke gerade, hier ist eine Schraube rausgeflogen, Digga. Ja, das ist bei mir auch passiert. Na, chillig, Digga. Aber das ist eine Kreuzschraube, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Ja, und jetzt kann ich das mal kurz zeigen, dass der Reifen, also der Lenkrad ist gerade gerade, aber der Reifen ist halt schief. Ja, das ist halt so nach unten schief, Digga. Das ist richtig ekelhaft, Digga. Wahrscheinlich musst du einfach ein neuer Bolzen rein vorne, aber willst du einmal hier auf und ab fahren? Ja, das sieht schon geil aus, der Roller eigentlich. Ja, also wie gesagt, im Moment, ich probiere jetzt mehr Videos zu machen, aber es ist halt extrem stressig. Ich komme vor der Schule, muss meistens so noch Hausaufgaben machen und dann noch ein Video machen. So ein Video machen dauert, auch wenn ihr das nicht merkt oder ihr seht das ja nicht, aber so ein Rohmaterial, das ich da zusammenschneiden muss, das ist 2-3 Stunden lang oder sowas. Und ja, das ist halt einfach aufwendig, das zu schneiden. Und das dauert dann halt insgesamt so gute 4 Stunden sitze ich da meistens. Und deswegen kann ich nicht so oft ein Video machen. Ich wollte Daily Vlogs machen, aber ich habe einfach gemerkt, ich bin dazu noch nicht fähig, sag ich mal. Also das geht noch nicht, deswegen, ja, weiß ich nicht. Bernie, Bernie. Und, achso, Grüße gehen übrigens raus an Devin. So, weiter geht's. Kurz ein paar Burnouts gemacht. Guck mal, ich kann auch nicht freihändig fahren, weil der Roller direkt zur Seite kippt, Digga, Junge. Ach, du Scheiße. Wie der mich anmeckert. Ich muss mich übel nach rechts lehnen. Guck mal, wenn ich ganz gerade sitze und Lenkrad los, das zieht er sofort nach links, Digga. Ich weiß echt nicht, warum. Oh, wie heiß der ist, Digga. Oh Gott. Der ist sonst immer da ganz unten, Digga. Wenigstens weiß ich jetzt, dass die Tankanzeige, die Temperaturanzeige funktioniert. Digga, ich merke hier und da kommt auch so warme Luft raus. Das ist übel geil, weil da ist ja der Kühler und dann kommt da so warme Luft raus von dem Kühler, weil er heiß ist. Und das wärmt meine Hände immer. Das ist richtig geil. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, ob da vielleicht irgendein Schlauch hingeht oder so, aber das wird einfach nur der Kühler sein. Aber ich kenne das halt nicht, weil die JetForce, die hat ja ganz unten ihren Kühler. Wir gucken einfach Top Speed. Keine Polizei hinter uns. Okay. 80, 83. Also ich habe schon 90 geschafft, aber jetzt ist halt Gegenwind. 85. Der dreht überhaupt noch nicht hoch. Ja, Digga, der Wind, der drückt so gegen mich. Na gut, mit Gegenwind sagen wir mal 85. Aber ich bin schon 90 gefahren damit. Boah, ist der heiß, Digga. Der ist so heiß, der Roller. Dann lass mal schauen, hast du Lötkolben hier? Ja, ja. Wie lange dauert das? Halbe Stunde oder so. Hey. Wir sind jetzt wieder auf der YouTube Random Comment Picker Seite. Hier seht ihr nochmal den YouTube-Link. Wie immer, Filter Duplicate Users. Und Get YouTube Comments 10. Und dann würde ich sagen, klicken wir auch schon auf Start in 3, 2, 1. Let's go. Maxi 2005. Rosi will auch Sticker, schreibt er. Und ja, ich würde sagen, ich prüfe gleich, ob du mir auf Insta folgst, KMOH auf Insta folgst, das YouTube-Video geliked, kommentiert und mich abonniert hast. Und wenn das der Fall ist, dann kannst du mir gerne auf Instagram deine Adresse schicken. Schick mir gerne eine Nachricht. Insta findest du hier eingeblendet. Und dann würde ich sagen, das war's auch schon mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.